Freunde der Nacht. Es gibt ein Pfirsich-Omelett mit Käse und karamellisierten Cashewkernen. Was bisher geschah? Butter, die Kerne schön vorsichtig anbrutzeln. Dazu kommen jetzt schöne Pfirsiche. In so Würfel schneiden, zu den Nüssen. Eine Prise Zucker dazu, Zimt, das Ganze so ein bisschen anbrutzeln lassen. Okay, wir kommen zum Omelett. Eier von glücklichen Hühnern, eine Prise gutes Salz, etwas frisch geriebenen Parmesan. Gouda, die Nüsse übrigens, ja, zurückschalten und zu den Nüssen kommt es ein bisschen die selbstgemachte Chilisauce. Stückchen Butter, das Ei rein, etwas Käse, braucht es dos minutos, ja. Das Omelett ist schön weich, der Käse schmilzt, etwas Rucola, schön da oben drauf, zack. Nicht laut sein, Stückchen Butter noch rein, die Butter hier am Rand, ein bisschen laufen lassen. Gibt es noch einen kleinen Dip, leckeren griechischen Joghurt. Der ist super geschrotet, bisschen Salz ist mit dabei und macht einmal so, flupp. Pfirsich mit den Nüssen, Säureakzent. Jetzt wünsche ich euch guten Appetit.